Das barocke Wohnzimmer Roms wird durch drei beeindruckende Wasserspiele belebt. In der Mitte dominiert die Fontana dei Fiumi, der Vier-Ströme-Brunnen. Bernini's lebensprallen Statuen stellen Donau, Rio della Plata, Ganges und den Nil dar, die wiederum ihre Kontinente repräsentieren. Den Espresso gibt's in zahlreichen Cafés, stark überteuert dazu. Dafür ist das Straßentheater eines bunten Völkchens umsonst. An der Nordseite des Platzes residiert Neptun in der Fontana del Nettuno. Im Süden sprudelt die Fontana del Moro vor der Fassade des Palazzo Pamphili. Übrigens ein großzügiges Geschenk des Papstes an seine Schwägerin. Campo dei Fiori. Hinter diesem blumigen Namen verbarg sich die im 16. Jahrhundert beim Volk sehr beliebte Hinrichtungsstätte. Heute macht der Platz im Herzen Roms seinem Namen wieder alle Ehre. Verwandelt er sich doch täglich in einen wunderschönen Obst-, Gemüse- und Blumenmarkt. Hier gehen die Römer Frisches einkaufen. Ein fabelhafter Platz auch für den Rombesucher, der seinen geschichtsträchtigen gedruckten Stadtführer getrost einmal für einige Stunden aus der Hand legen kann und einfach nur zwischen den Ständen rummelt. Isola Tiberina, die wie ein riesiges Schiff zwischen dem kapitolinischen Hügel und Trastevere im Fluss liegt. Zwei Brücken spannen sich hinüber, darunter die älteste Roms, und erschließen die Kirche San Bartolomeo und einen romanischen Campanile. Roms Altbauwohnungen sind hinter ihren Barockfassaden ohne üppigen Stuck gar nicht denkbar. Ein brüchiger Charme, der aber den unermüdlichen Willen zur immerwährenden Erneuerung birgt. Ohne übertriebene Hast, versteht sich. Was in vielen Jahren zerfallen, muss ja nicht an einem Tag wieder strahlend auferstehen. Die Bocca della Verità, den Mund der Wahrheit. Wer lügt, dem fehlt gleich eine Hand. Im Mittelalter soll bei der Wahrheitsfindung mit einem versteckten Schwert nachgeholfen worden sein. Yes.